Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video, Friends. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben uns ja von Bad Moms J, was würde Bad Moms J tun, von Stoked angesehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Sehr lustiges Video geworden. Jordi wurden Fragen gestellt und sie musste sagen, was sie eher davon tun würde. Das war sehr unterhaltsam teilweise. Viele von euch haben gesagt, ey, mach dieses Format nochmal. Schau dir nochmal eine Folge davon an. Es gibt nicht wirklich viele Folgen davon. Ich glaube nur insgesamt vier oder fünf. Aber die nämlich am meisten angesprochen hat auf den ersten Blick, war auf jeden Fall von Bounty und Cooker, die ja unter anderem auch mit Jordi einen Song zusammen haben und von dem wir uns auf jeden Fall in Zukunft noch mehr anhören werden. Und ich bin sehr gespannt. Das Ding heißt Date mit Luciano, Fragezeichen, eine Nacht mit Schwester Eva, Vibrator für Apple. Was würden Bounty und Cooker tun? Ich bin wirklich gespannt. Wir schauen rein. Link zum Original in der Beschreibung. Lasst mir gerne jetzt in den Kommentaren andere Videos da, wo ihr ein Video von mir zu haben wollt, was ich mal ansehen soll. Ja, schaut irgendwas rein. Egal was. Einfach mal reintippen. Einfach mal brrrt machen. Würde mich sehr freuen. Wir hören rein. Wir schauen rein. Ich bin gespannt. Ich mag diesen Hintergrund sehr gerne. Dieses Gelb ist irgendwie sehr ansprechend. Let's go. Klatsche. Komm mal wieder runter. Nein, Digga, der Glitz. Das Ding ist, ich habe auseinandergenommen. Ich kenne die halt nur so aus ein, zwei Songs. Oh no, ist meine Facecam die ganze Zeit. Oh, meine Facecam ist die ganze Zeit vor dem einen Gesicht. Ich würde sagen, wir schauen dann so. Komm, dann schauen wir das Video so. Dann haben wir. Ich verdecken wir hier kein Gesicht. Besser ist es. Ich kenne die beiden halt nur von Instagram ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Das heißt, es ist auch das erste Mal, dass ich so ihre Personality richtig sehe. Vibrate higher with I vibrate. Sehr cooles Format. Bitte mehr Folgen. Stoked, bitte mehr Folgen. Hey Leute, wir sind Bounty und Cooker. Genau, wir sind heute bei Stoked. Ey, Und voll ihr cool, seid das so hier zu sehen. bei Was würden Bounty und Cooker tun? Ihr dürft für Apple ein technisches Produkt erfinden, das die Firma fortan verkauft. Oh, da haben sie Vibrator gesagt. Was würden Bounty und Cooker tun? Ein Vibrator. Ja, Mann. Mit Apple Watch verbunden. Boah, geil. Smart. Boah. Das ist eine gute Idee. We got it. Apple. Du weißt Bescheid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Welches Produkt könnte Apple? Was wäre nice? Bro, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich irgendwie eine Kamera, mit der ich aufnehme, die das direkt die Videos irgendwo hinsendet, aber ist ja quasi ein Handy so mäßig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was cool wäre. Ich weiß es nicht. Ein Hologramm. Ich will ein Hologramm haben. Gib mir ein Hologramm. Vibrate higher with I vibrate. Bei Gucci Mane läuft es nicht mehr. Er ruft euch an und fragt, ob ihr ihm $50.000 leihen könnt. Was würden Bounty und Coca tun? Bounty und Coca brauchen selber 50.000. Kennst du Gucci persönlich? Bin in seinem Musikvideo. Ich habe gemodelt Was? lange Zeit. Und Oha, krass. Hä? Voll nice. Und auch in New York. Und dann hat er gesagt, Coca, kommst du bitte in mein Video? Und habe ich gesagt, okay, Gucci, aber nur ausnahmsweise. Normalerweise mache ich sowas nicht. Hä, wie geil, Ihr wusste werdet ich gar nicht. adoptiert, entweder von Wusste ich Lil gar Kim nicht. oder von Jim Carrey. Was wird Ich würde zu Jim Carrey gehen. Ich liebe Jim Carrey. Ich habe Jim Carrey einmal live gesehen. Das war in Berlin. Dream Bam, Sonic, Weltpremiere, nicht Weltpremiere, Deutschlandpremiere. Und da war ich und dann im Publikum Jim Carrey vorbeigekommen. Das war cool. Ich habe leider nicht mit ihm reden können oder ihn anfassen können. Also Hand geben können. Ich will ihn nicht anfassen. Ich will ihn auch anfassen, aber ich will ihm die Hand geben. Ging leider nicht. Aber ich habe danach mit Jude die Hand gegeben und er hat Jim Carrey die Hand gegeben. Also immerhin so ein bisschen. Würden Bounty und Coca tun? Jim Jim Carrey. Carrey woke as Ja. fuck. Lil' Kim vor ein paar Jahren safe, Lil' Kim heute, ich weiß nicht. Nein, Mann, sie ist trotzdem dieselbe coole Bitch, you know what I'm saying? Wie stellt ihr Ich würde Jim Carrey nehmen. euch das Leben mit Jim Carrey vor? Auf jeden Fall im Wald. Safe in so einer Der Hütte. ist ja so Safe. distanziert von allen. Ja. Dings Ja, geworden. genau, Ja, and I ja. like that. Und ja, finde ich cool. Was ist euer Lieblingsfilm mit Jim Carrey? Wie heißt die nochmal? Truman Show? Ja, das ist ganz, ganz stark, weil. Ich glaube, bei mir auch Truman Show. Ich bin ehrlich, ich habe nicht so viele Jim Carrey-Filme gesehen, wie ich sollte, aber wahrscheinlich Truman Show bei mir auch. Ich glaube auch halt daran, dass die Welt halt so ist. Deswegen, don't let me get into my Die conspiracies. Ich denke, dass das Leben für jede einzelne Person eigentlich so ist. Jeder Mensch hat seine eigene Realität. Verstehst du? Und die Das safe, das sehe ich auch so. Jeder hat natürlich seine eigene Sicht und jeder. Es ist so crazy, wenn man drüber nachdenkt. Hallo, du siehst die Welt anders als ich. So. Bisschen plus eins. Verändert sich aufgrund von Entscheidungen. So, that's what I think. Cristiano Ronaldo slidet euch in die DMs und will euch für einen Sommerurlaub nach Mexiko einfliegen lassen. Da würde ich auch ja sagen. Ein bisschen bei Ronaldo, oberkörperfrei, am Strand chillen, würde ich auch machen.
Was würden Bounty und Coca tun? Ja. Safe fliege ich, hä? Ja. Ihr findet heraus, dass der Verlobte einer Freundin mit anderen Frauen in den DMs flirtet. Was würden Bounty und Coca tun? Oh ja, hä? Bescheid sagen, Digga. Direkt vor der Haustür. Screenshot? Ja. Beweismaterial sammeln? Beweismaterial, wichtig. Das ist sowieso schon passiert, schon lange. So, ja, dann wird das gezeigt, dann wird zusammen ein Setup gemacht. Geplottet. Weißt du, was ich meine? Und dann wird auf Angriff. Ihr müsst euch entscheiden, Zugriff. Dick an der Klit oder Klit an der Klit. Was? Wir sind heute in einer sehr... Also die Fragen hier sind sehr direkt heute. Ich sag's dieses... Was würden Bounty und Coca tun? Ey, ich entscheide mich nicht. Dick an der Klit. Weil, weißt du warum? Ich muss mich nicht entscheiden. Na. Period. Nein. Was? Dick an der Klit. Reib dein Dick an der Klit. Ah, okay. Ist aus dem Track, okay. Scheißegal, reib die Klit an der Klit. Eure ersten Tracks aus eurer Jugend werden geleakt. Was würden Bounty und Coca tun? Wir haben Yusuf und Salah und die kümmern sich darum. Und dann wird das alles rausgenommen und jeder okay, besser ist anscheinend. Sicher wird zur Rechenschaft gezogen. Zeit für eine Bounty-OP. Ihr dürft bestimmen, was die jeweils andere operieren lässt. Gute Frage, was würden gute Frage. Bounty und Coca geile tun? Frage, geile Frage. I was about to say, like, girl, you look beautiful the way you Thank are. Thank you. Dankeschön. Mach dir gar nichts, please. Das sag ich ja auch. Auch mal, ich hätte gerne gesagt, so, Digga, geh mal deinen krummen Fuß umändern oder keine Ahnung, dass es so ein bisschen lustig wird. Schade. Ihr dürft entscheiden. Lieber einen Tag mit Batmoms Jay verbringen oder eine Nacht mit Schwester Evea. Schwester Evea. Was würden Bounty und Coca tun? Eine Nacht mit Schwester Eva. Ja, sorry, Momsi. Und was passiert da? Das Hotelzimmer wird auseinandergenommen. Ja, was das heißt? Keiner weiß. Da könnt ihr euch eure eigene Vorstellung mitmachen. Hey Coca, seitdem Bounty auf ihrem Valentinstags-Date mit Luciano war, wirkt sie voll abgehoben und sagt nach jedem Satz Bobo Bobo. Du musst sie irgendwie von diesem Film runterbringen. Was würde Coca tun? Einfach Nackenklatscher. Komm mal wieder runter. Du musst mitmachen, gell? Aber wann hatte ich ein Date mit Luciano? Luciano, wo, wann? Ich warte auch eigentlich immer noch. Also. Ich warte auch auf ein Date mit Luciano, Mann. Ich träume davon nachts manchmal. Kommt kein Call von ihm rein. I don't know. Wer ist euer größter Deutschrap-Crush? Sorry, Leute, aber Deutschrap, ihr seid alle nicht so cute irgendwie. Ey, Deutschrap schon cute, Mann. Weiß nicht. Deutschrap. Deutschrapper? Luciano schon? Doch, Luciano. Wie, sieht schon gut aus. Ihr müsst uns überzeugen mit euren Charakter und da scheitert ihr. Hey Bounty, du bist Deutschraps Dr. Sommer und darfst dir einen Rapper auswählen, den du gerne sexuell aufklären würdest. Was wäre jetzt lustig? Weiß nicht. Mero oder so. Mero, keine Ahnung. Was würde Bounty tun? Vielleicht Farid Bang. Warum das denn, hä? No way. Weil ich glaube, Farid Bang hat ein bisschen... Ich glaube, er ist sehr sicher, aber ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass da noch ein bisschen Frauenrat fehlt bei dem Herrn. Die Welt geht unter und ihr könnt noch einen einzigen Song hören. Was würden Bounty und Coca tun? Was letzter Song, den ihr hören würdet? Schreibt's mir in die Kommentare, Bro. Der letzte Song, das Problem ist bei mir, ich bin auch bei Netflix und so ganz schlimm. Ich würde einfach sterben, weil ich die ganze Zeit den perfekten Song suchen würde. So wie bei Netflix. Ich suche immer die ganze Serie, im Endeffekt gucke ich gar nichts, weil ich dann schlafen muss oder so. Nee, ich glaube, ich würde es nicht hinbekommen, mich zu entscheiden. Ich würde es nicht hinbekommen. Bad Bunny hören. Yonaguni. So. Ja, das ist sein letzter Song. Ich bin sehr, sehr großer Bad Bunny Fan. Ich liebe ihn von meinem ganzen Herzen. Er und ich, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich mag ja Push It von Salt and Pepper. Und die schön so kurz. Ich kenne weder Bad Bunny noch Push It von Salt and Pepper. Oh, super, sorry. Nochmal ein bisschen Energy. Ein paar Squats. Push it real good. Ihr könnt. Kenn ich actually nicht, Mann. Sorry. Einen Anmachspruch aussuchen, der ab sofort weltweit verboten wird. Was würden Bounty und Coca tun? Einfach sowas wie Hey Schnecke oder so. Was ich hasse, ist dieses Ich hab mal eine Frage. Ja. Ich hab mal eine Frage. Das hasse ich auch. Das hasse ich. Also nicht als Anmachspruch kriege ich das, ich krieg's aber in den Instagram-DMs. Wenn mir Leute schreiben, hey, ich habe mal eine Frage. Ja, Bro, stell deine Frage, weil jetzt muss ich dir erst schreiben, hey, wie ist dann deine Frage? Und dann hätte ich doch schon in diesen Antworten, hätte ich schon deine Frage beantworten können. Deswegen, wenn ihr eine Frage an mich habt, kein Problem, ich bin auch immer nett in den DMs, keine Sorge. Schreibt einfach direkt, was ihr wollt. Dann kann ich euch einfacher antworten. Weil sonst ist es immer schwierig mit hin und her. Ja. Boah, da krieg ich doch. Oder darf ich mal was fragen? Frag doch. Frag doch einfach und dann entscheide ich, ob ich antworte oder nicht. Tschüss. Ja. Boah, das geht nicht. Das sollte auf jeden Fall verboten werden. Das sollte verboten werden, auf jeden Fall, diese Part. Fühle ich. Dickes Plus eins. Safe. Entscheidet euch, Haare abrasieren wie Britney Spears oder die Augenbrauen zusammenwachsen lassen wie Frida Kahlo. Ja, Haare ab einmal. Haare ab, easy. Was würden Bounty und Coca tun?
Safe, Augenbrauen, weil meine Kopfform. Ja, okay, ja. Haare. Ja. Ja. Ich würde einmal Haare ab, aber gut, bei mir, ich habe eh kurze Haare so mäßig. Ich habe Erbsnieren, wie sieht das bei mir aus? So eine kleine Kuh. Bei eurem Fake Lashes Business stimmt die Buchhaltung nicht. Hm. Die Steuerfahndung hängt an eurem Arsch. Jetzt müsst ihr in ein anderes Land abhauen. Was würden Kolumbien, Bounty und Coca tun? Ich dachte kurz, das ist real. Boah, UK, glaube ich. Obwohl, nein, an Strand. Kolumbien. Ich bin auf Jamaika. Nein. Jamaika, gut, 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 ja, gut. Jamaika, ne? Safe. Aber ich würde auch gerne in die Dom-Rap gehen. Also das würde ich auch sehr gerne eigentlich. Nach zwei Wochen wolltest du wieder zurück? Was? Aber nur, weil das Essen mich so abgetarnt hat. Euer Haus steht in Flammen. Ihr könnt genau einen Gegenstand aus eurem Besitz. Das ist auch wieder so dieses Ding, ich würde verbrennen gefühlt, weil ich nicht überlegen kann, was hole ich noch, was hole ich noch? Bro, keine Ahnung, was für Gegenstände würdet ihr saven? Ich würde wahrscheinlich meinen PC raustragen, weil da noch Videos draus sind, die ich noch veröffentlichen möchte. So. Ich würde auch meinen PC raustragen. Ja, sonst, ich wüsste nicht was, Mann. Keine Ahnung, schwierig. Sitz retten. Was würden Bounty und Coca tun? Hör mal zu, ich gehe mit meinen Klamotten runter. Ich werde alles, ich, ja. Ich nehme alles. Das habe ich früher in der Schule schon, die Schornstein kennst du, wenn ja. Es wenn, brennt, nimm nichts. So, was? Ich nehme meine Tasche. Ich lasse meine Schulsachen da und nimm den rein. Ihr wurdet zur Todesstrafe verurteilt und dürft jetzt euer letztes Abendmahl auswählen. Boah, genau. Ey, warum sind solche schwierigen Fragen hier? Mein Gehirn kriegt das doch nicht hin. Penne Formaggi. Penne Formaggi mit frisch geriebenem Parmesan. Ja, mit Spinat schön in der so Dings drin. Da sehe ich mich. Was würden Bounty und Coca tun? Boah, du auf jeden Fall Köfte oder so. Oh, geil. Köfte oder halt Pollo Guisado. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsessen. Oder un Asopao. Das sind auch alles dominikanische Gerichte. Okay. Das letzte würde, da ich kein Fleisch esse, boah, vielleicht wäre das letzte sogar mal was nicht vegetarisches oder nicht veganes. Oha, einmal so vor Ende noch mal so ein bisschen Fleisch essen. Save the animals. Ja, aber dann ist er vorbei, hä? Ja? Die sterben ja danach, dann ist auch weg. Like, einer muss mit mir, weißt du. Der Hypocrite. Euch wächst jeweils ein drittes Ohr, aber ihr dürft aussuchen, wo. Was würden... Oh, ey, drittes Ohr, so irgendwo sneaky. Ah, wobei ist auch eklig am Rücken so mäßig, ne? Aber irgendwo, wo man so sneaky mithören kann, an der Hand irgendwie so versteckt so. An der Hand, Hand ist aber auch kacke. Ich weiß nicht. Ellbogen. Da kann ich immer so Leute abhören. Bounty Ellbogen. Und Coca tun. Ellbogen, ich sag Ellbogen. Ja, ich würde das gerne hier hinten haben. Das wäre cool, so ein doppeltes Ohr. Oder? Dann kannst du mehr Ohrringe tragen. Ich finde, ich habe sowieso nicht genug Platz für Ohrringe. Oder eine Arschritze. Oh, schön, ja. Ja, und das ist Überraschung. Auf Überraschungsbasis. Starbit. Zum Abschluss dürft ihr eine Person weltberühmt machen, die es noch nicht ist. Flo der Flo, einfach Flo der Flo, Digga. Einfachste Antwort der Welt, hä? Mal, was würden Bounty und Coca tun? Shoutout an Luna. Luna, Baby Girl. Ja, okay, ey, Luna, okay. Ey, guter Call auf Luna. Malo, unser ja, Team, Malo. Unsere Gang, Mimi Music. Wollt ihr noch etwas zu euren Fans sagen? Ja, danke schön für euren Support. Dankeschön, Kartell. Ihr seid da, wir sind da, wir haben noch so viel für ey, euch. Ey, mies sympathisch, ihr beiden, mies sympathisch. Krankste Era, wir sind da, genau. Wir sehen euch auf den Festivals und auf den Konzerten. Boah, wenn wir auf den Konzerten sind, ist Ende, aber ihr wisst es selber. Yes. Bye. Ey, ich freue mich sehr auf die Festivals. Ich freue mich sehr auf alles, was kommt und auf die Konzerte, Mann. Holy shit. Ey, das war mies sympathisch wieder. Es gibt, ich sehe gerade noch eine Folge mit Bozza. Mit Bozza könnten wir auch noch gucken. Wäre cool. Wäre cool. Cooles Format, sympathische Gäste. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Zeit hierbei. Wir sehen uns bei dem nächsten wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr bleibt so fresh wie immer, ja. Und tschüss.